hallo, hier ist der Querton und ich begrüße euch zu einem neuen Video und dieses Video handelt sich um Halo 5 schlussendlich und dafür bin ich natürlich nicht alleine, sondern das Triumvirat, wie ich letztes Mal gesehen habe, in einem Video haben wir uns selbst mal Triumvirat genannt. Das Triumvirat ist zurück, als wir, egal, ist hier Fresh. Und natürlich besteht dies aus mir. Nur aus mir. Hallo, ich bin Ishma und heiße euch herzlich willkommen hier, so Bros und Brolin. Genau, und ich bin auch noch da. Ja. Hallo. Also, genau, Silas, Psycho, whatever. Okay. Ach stimmt, den gibt es ja auch. Was hat er hier überhaupt zu suchen? Ist ja nur so, als würde sein Kanal so heißen. Ich habe mehr Videos gemacht, als ihr beide zusammen in den letzten 2 Wochen. Egal. Eins? Das ist... Oh, ich weiß es gar nicht. Ja, wow. Das reicht ja schon. Ja, auf... Nicht vom Thema abweichen. Ja. Wer würde denn so etwas tun? Wir sollten vielleicht erstmal das Thema einleiten. Halo 5 und das, was so auf der E3 so gezeigt wurde, ist das Thema. Beziehungsweise ja, gesagt, announced, whatever. Wollte ich eigentlich gerade alles die ganze Zeit sagen. Aber irgendwie hat es dazu gekommen. Ja, wir sind ja zu dritt, da kann ja auch jeder mal unterbrechen. E3, Halo, ja. Ja. Genau. Genau. Das Thema. Genau, und wir wollten damit anfangen, dass wir mal über die Kampagnen-Demo reden und nochmal so ein bisschen feedbackmäßig sagen, was wir davon so halten. In der Tat. Beziehungsweise, ja, genau. Ja, ich wollte meinen ersten Eindruck schildern und ich muss sagen, stimmt. Ich fand ihn insgesamt sehr ernüchternd und fand die Kampagne, also so wie sie vorgestellt wurde, ist ja auch ziemlich, ja, hat mich enttäuscht eher. Ich finde zwar an sich, glaube ich, dass die Kampagne deutlich besser wird, aber dadurch, dass es natürlich wieder so typisch, erstens natürlich ein super typisches Level ausgewählt wurde, in dem einfach für die ganzen 13-Jährigen möglichst viel explodiert. Oder naja, wir wollen ja nicht klischeehaft denken, aber für die ganzen, ja, die sich leicht beeindrucken lassen, einfach möglichst viel explodiert. Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Wir haben ja sicherlich auch 13-jährige Zuschauer. Ich muss meine... Das haben wir bei unseren Live-Reactions ja auch schon angemerkt. Ja, genau. Erstens das und zweitens ist natürlich auch typisch für Live-Demo, auf einfach gespielt worden und man merkt das so hart, er ist einfach nur durch und hat alles tot gepuncht und einfach nur die große Sache. Die KI. Ja, aber du merkst so richtig, wie oft sie es vorher schon gespielt haben, weil er einfach nur dann so genau dann plötzlich nach rechts guckt, wenn da irgendwas passiert oder so, so richtig so. Und nicht nur das, sondern halt auch noch die Tatsache, dass einfach die KI wird ja auch immer noch schlechter auf einfach und die hat so saudumm gewirkt. Also speziell diese komischen Prometheans, die beamen sich so direkt vor ihm, um sich dann totschlagen zu lassen. So. Hier sind wir. Töte mich. Die Sache ist die, dass man diese Kampagnen-Demos am besten nicht an solchen Sachen festmachen sollte. Zudem, wenn man die Demo, die gezeigt wurde, die wirklich halt so semi-gut, dass man die Kampagne mal gesehen hat, dass sie im Vergleich zu der Demo, die sie für Halo 4 hatten damals, eigentlich genauso ist. Weil in der Demo von Halo 4, da war man einfach nur so impressed, so wow, es sieht alles anders aus, neue Gegner und so. Und mehr sollte ja in so einer Demo gar nicht gezeigt werden. Da wird einmal dieser leuchtende Arm von Locke gezeigt. Hey, cooles neues Feature. Er bewegt seinen Arm. Alle laufen dorthin, wo er sagt. Überhaupt, die Sache ist, diese Kampagnen-Demo existiert nur wegen dem Grunt, der brennend wegläuft und explodiert. Das ist diese eine große Sache, die sie announcen mussten, dass die Grunts wieder Englisch sprechen. Ansonsten waren das halt so, Plasma-Caster sieht aus wie ein Brutgewehr, ist aber keins. Er schießt einfach gerade. Brutgewehr mich persönlich eher an Zerschüttungsgewehr. Aber was ich wollte jetzt mal kurz eine kurze Aufzählung machen, kurz. Nämlich, was ich, weil es jetzt bisher natürlich, also stimmt schon alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, so von wegen scripted und alles geht hoch und Schissel und bla bla. Aber zum Beispiel solche Sequenzen, beziehungsweise vor allem eine, an die wir uns ja alle erinnern, mit dem krassen Ghost in Halo 4, wo man einfach nur super Speed und Shit war, ja auch schon da und trotzdem fand ich die Halo 4 Kampagne unterm Strich doch cool. So, aber was ich jetzt mal anmerken wollte, ich finde, erstens, es sah ziemlich cool aus, so rein grafisch und so wie es gemacht war, und vor allem man hat das Design ja von Sangelius gesehen, was auch ziemlich cool war, und das gefällt mir eigentlich auch voll, so mit den ganzen Eliten-Hologrammen und Statuen und Schissel. Und was man auch nicht vergessen darf, am wichtigsten fand ich eigentlich nicht die gespielte Demo an sich, sondern so die Zusammenschnitte am Ende,
beziehungsweise und so am diese Anfang. kurzen Szenen, die man am Anfang so gesehen hat, genau. Weil die einfach gezeigt haben, wie epic das wird. Also allein die Szene, wo der Master Chief Schüssel in der Höhle steht, das wusste man auch schon von dem Game Informer-Ding, dass er am Anfang da irgendwo runterfällt und dann den Geist von Cortana sieht und so. Epic. Und wo Locke gegen irgendein Storm-Faction-Elite kämpft oder ist Julian Dama, Julian Dama und so. Genau. Kann sein. Sehr wahrscheinlich. Ich hab's mir da Holzi genau noch im Hintergrund steht, epic as shit. Und all das ist einfach geil und hat verdammt viel Potenzial. Und das auch mit dem, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, diese Promethean-KI, die da jetzt Soldier. Irgendwie alles so... Nee, diese, es gibt so eine krasse Promethean-KI, wenn man die Lore etwas von Halo studiert. Wie heißt der noch? Meinst du den Kerl am Ende da? Ja, genau, der halt Warden mit Locke nochmal redet. Genau, Warden of Eternal. Und der halt jetzt krass am Stissel ist und so. Und dann auch allein, wie geil es aussieht, wenn sich so ein Guardian entfaltet. Und noch dieser neue Eliten-Scarab, dieses Riesengerät da. Auch cool. Es sieht schon alles so ziemlich cool aus, aber die Demo an sich war halt dann so. Nee. Ich musste an eine Serviette denken, als du gesagt hast, entfaltet. Die den Porsche trägt auf dem Ozean. Genau, und wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, würde ich gleich schon auf die Sprints überleiten. Weil das ich wollte eigentlich noch erstens sagen, dass das Erschütterungsgewehr natürlich auch Elitenverwirrungsgewehr heißt. Habe ich vergessen. Das ist sehr wichtig. Das ist essentiell. Ich finde, es sollte so unbedingt werden. Und noch irgendwas wollte ich sagen. Wäre nicht schlecht. Das sage ich jetzt auch wieder. Aber ja, natürlich gibt es solche gescripteten Level auch in den anderen Kampagnen, auch Halo 3, wo du am Ende dann da vom kaputtgehenden Halo-Ring fließt und shit oder was so was. Ja, die Arche. Das ist schon ein Halo-Ring, der Arvid hat schon recht. Wusste ich doch. Egal, auf jeden Fall. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es trotzdem irgendwie hier speziell meines Erachtens komisch war. Und nicht ablenken lassen. Ich war mir so nicht sicher, weil das Handy natürlich auf dem Tisch liegt und wenn es vibriert, da diese Vibration und du und deine blöde Gruppe, das ist nur deine Schuld. Ja. Jetzt hör auf, jetzt führe deinen Punkt das fort. Das ist trotzdem irgendwie komisch war, irgendwie nicht. Es hatte so, mich hat es ein bisschen von der Kampagnen-Demo eher an, ohne jetzt hier weiter das Klischee bedienen zu wollen, das hier groß immer von den Halo 5 Gegnern proklamiert wird, dass es mich von der reinen Vorstellung her mehr an eine Call of Duty Pressekonferenz erinnert hat, so von dem ganzen Getue, Gehabe und ja, von der Mission, die ausgewählt wurde in allem. Also war so mein erster Eindruck. Wo ich finde zwar an sich die Features und so die cool sind, ich glaube auch dieses Level speziell wird auch ziemlich geil, aber so wie es vorgestellt wurde, hat es eigentlich dieses bisschen Hype, das sich in mir aufgebaut wurde, so ziemlich zerstört. Wobei das immer so negativ klingt jetzt, ja. Also ich würde dir auf jeden Fall in den meisten Punkten zustimmen. Dennoch, wenn man sich mal so die gesamte Halo 5 Story das gesamte Halo 5 Story Konstrukt anschaut, was bisher so existiert mit Hunts of Truth und den Sprints, wozu wir dann vielleicht gleich noch kommen und allem, dann denke ich mir auch so, okay, das von der Story her kann das oder sollte es eigentlich, weil so viel kann man da jetzt nicht falsch machen, außer sie machen halt nur solche Level, wie es gezeigt wurden, kann da nicht so viel schief gehen, so, weil es einfach verdammt geil aussieht und ja, und allein Epic ist Shitfall der Arbeit. Es kam in der Demo gar nicht so heraus. Natürlich ist es auch schwierig, in eine Demo, die im Moment 5 Minuten geht, alle Features reinzupacken. Aber ich glaube, dass dieses Ganze drumherum mit den gib deinen Spartans Befehlen und schick sie dahin und lass sie diese Waffen aufnehmen, schon ein ziemlich cooles Feature ist. Plus natürlich dem gesehen, dass du dass deine Freunde dir mitten in der Kampagne beitreten können, um ein Teil des Teams zu werden, was ultra genial ist, plus Dedicated Servers ist die Koop-Erfahrung dieses Spiels sehr, 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 sehr hoch. Ich denke auch höchstwahrscheinlich die höchste, die es jemals gegeben hat. Und das war eigentlich wahrscheinlich, nee, hundertprozentig das Ziel von Free for Free, letztendlich das irgendwie zu zeigen, weil auch jeder dieser Charaktere in der Demo von jemandem gespielt wurde. Und ich
Wenn man das von dieser Seite sieht, dann ist das schon alles ziemlich cool. Es ist halt nur natürlich, yo, hier Spartan lockt, fällt fast ins Wasser, wäre auch nicht so schlimm, weil er in einem Raumanzug ist und blablabla. Ja. Aber abgesehen davon, wenn man die Kampagne dann spielt, wird sie epic as shit. Da muss ich auch sagen, bin ich auch Ja. gespannt, wie sie das machen, weil natürlich dieses Feature, dass du deine Teamkameraden rumbefehlen kannst, sicherlich auch in den Levels sich irgendwie widerspiegeln muss, weil stellt euch mal vor, jetzt einem Halo, das jetzt momentan existiert, gäbe es dieses Feature, man würde es eigentlich nicht brauchen, weil es komplett nutzlos ist. Doch. Also mir Doch. persönlich fällt jetzt keine Also, Kampagnenstelle ein, wo ich ich nicht. erinnere, Moment, an den noch nicht veröffentlichten Let's Play-Part von mir, wo ich doch die Marines dazu bringen Ja. möchte, bitte so und so in den Ja, Warthog Marines. Wow, einzusteigen. okay. Das sind Das Marines. ist egal, aber egal, ob es Spartan sind oder KIs, man könnte seinen Kollegen sagen, du gehst jetzt an den Gunner-Seat und du Ja, gehst jetzt an wow, den Fahrer-Seat und dann düst ihr das ist los. eine man muss Sache, die man sagen, aber halt so dass. gut wie nie verwendet. Also, das ist halt. Alter, wie oft man das brauchen würde, wie nützlich ist das Trotzdem, es einfach? ist Das lediglich war von dem für mich ganzen. so ein Augenöffner, so ein Feature, was man einfach immer von Anfang an Trotzdem, hätte da sein von der sollen. ganzen Ganzen Feature Feature ist Palette die, wäre das ein minimales Ding und den ganzen dass. restlichen Ding würdest du eigentlich nie so gut brauchen. Also ich habe zumindest noch nie ein Kampagnenlevel gehabt, wo ich mir sagen wollte, oh, wäre es jetzt cool gewesen, hätte ich KI 1 befehlen können, 2 Meter neben mir zu stehen, anstatt 3 Meter neben mir. Darauf sind die Kampagnen von damals ja auch gar nicht Genau darauf ausgelegt. wollte ich Und wie Free hinaus. for Free ja Ja. sagt, ist die Kampagne, die jetzt ist, natürlich voll auf Koop ausgelegt, beziehungsweise natürlich auf das Befehl-Feature. Und wenn ich mir Star Wars Republic Commando ansehe, wo dieser komische, wunderliche Tim Longo früher auch gearbeitet hat, der wahrscheinlich auch auf die tolle Idee gekommen ist, hey, lass uns das machen wie Republic Commando 2, weil Disney so toll war und unser Projekt eingestampft hat. Jetzt gehe ich zu Halo und mache daraus Republic Commando 2. Und in Republic Commando, das komplett auf dieses Feature aufgebaut war, deinem Team Befehle zu geben, hat das echt gut funktioniert. Genau. Für die Es gibt Leute, auch die gewisse vielleicht abgebrochene interessiert Let's sind, es Plays. gibt, ich glaube, die Hälfte des Spiels als Let's Play auf diesem Kanal von mir. Ja. Und deswegen ist es noch Und relativ dann endet frisch es in meinem einfach. Kopf, dass man ständig dabei ist, die Teamkollegen hinter Deckungen zu schicken oder auf Sniper-Positions oder so Geschichten und das saumäßig praktisch Genau, ist. aber. Weil du arbeitest viel mehr mit deinem Team als du selber als Waffe. Und das ist die große Sache, die es ziemlich Ja, cool machen das soll. habe ich auch nicht gar nicht hinterfragt, sondern was mich eben, worauf ich eben gespannt ist, wie sie das so aufbauen. Also, ja. Ja, genau, was ich jetzt, genau, einmal eine kurze Sache, die ich einbauen wollte. Das coolste Feature wäre sowieso, wenn du jetzt endlich mal quasi deinen KI-Kameraden auch sagen könntest, dass sie reden sollen. Reden. Ich meine, du stehst vor denen. Ja, ich erinnere an deine Sessions zum Beispiel, wo du immer vor denen standst und die nichts gesagt haben. Jetzt könntest du sagen, sprich, Marine, und lass einen dummen One-Liner ab Naja, und dann würde er einen dummen das One-Liner gibt es ja ablassen. auch schon seit Halo 1. Das wird da natürlich auch so sein, dass wenn du, seit Halo 2, dass wenn du sie anstarrst, sie irgendwann anfangen Ja, zu aber nein, wenn du fragen, jetzt nicht hey, anstarrst, sondern kannst einfach du Fußmassagen oder sowas? D-Pad oben drücken könntest oder so. Naja, egal. Ja. Was ich mich noch frage, also sie meinen ja, dass man quasi immer Koop spielen kann, aber es muss ja auch, oder eigentlich, es wäre unlogisch, wenn es keine einzige Passage geben würde, wo nicht mal der Chief oder so und alleine unterwegs ist, weil das fände ich einfach irgendwie weird, ehrlich gesagt, so von wegen so, Wer weiß, okay. vielleicht machen ja währenddessen die anderen was anderes. Dam, 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 Das das wäre kann natürlich cool, sehr das stimmt. gut sein, Aber das das wäre wäre auch halt mehr gar nicht so Arbeit, so. abwegig. Aber Die Sache ist die, ja. das kann sogar sehr gut sein, weil Frankie gesagt hat, die Kampagne wird nicht, Weltraum Frankie. ja, der Weltraumgriller Frankie hat gesagt, die Kampagne Das wird nicht aufgenommen nicht damals. im Splitscreen funktionieren. Was vielleicht den Grund haben könnte, dass wenn man zu Ach zweit ja. spielt und die Kampagne so gestrickt ist, dass sich Teammitglieder auf verschiedene Bereiche splitten, dass die Konsole natürlich nicht hinterherkommt, zwei verschiedene Welten zu laden. Ja, ich habe auch schon gehört, dass irgendwie aus irgendeinem Grund es für die Konsole schwierig ist, Splitscreen in der Kampagne zu gestalten.
Ja, aber insgesamt muss er, glaube ich, zwei Engines, also irgendwie kann ich mir das vorstellen, weil er alles doppelt irgendwie laden muss. Aber was ich mich auch noch gefragt habe, gerade eben bei der Vorstellung ist, was macht man denn dann, wenn einer schon fertig ist mit seinem Part und der andere noch nicht? Ja, ja. Chief, dann warte mal kurz, wir holen dich gleich ab. Dum, 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 dum. Ja, die Sache ist die, ein gutes Beispiel dafür ist Kane & Lynch 1, weil das ist ein Spiel, von dem ich das noch weiß. Wenn man Koop spielt, spielt der eine Kane, der andere Lynch, und da war irgendeine Mission in so einer Bank, wo der eine unten am Tresor am Geld zusammensuchen war und der andere sollte oben in der Empfangshalle die Zivilisten irgendwie in Schach halten. Und da ging es auch darum, dass der eine sich erstmal den Weg zum Tresor freiballern musste und der andere die ganze Zeit dort oben in der Lobby gewartet hat und die ganze Zeit Wachen abgeknallt hat. Und darum ging es eigentlich nur, dass der eine oben gewartet hat. Ihm wurde aber nicht langweilig, weil er ständig Gegner abzuknallen hatte. Der andere musste unten fertig werden. Und solange der nicht fertig wird, umso mehr Gegner kommen von oben. Oh, okay. Und das war an sich schon ein verdammt cooles Feature. Und ich würde mir schon wünschen, dass sich das Team trennen kann. Wäre definitiv cool. Ja, wäre natürlich cool. Ja. Wolltest du gerade was sagen? Also hätte ich genau was gesagt. Nee, ich wollte jetzt wirklich mal so auf so ein paar Sachen aus dem Sprint eingehen, weil die einfach verdammt geil aussahen teilweise, obwohl sie halt noch nicht, also ziemlich unfertig aus waren, noch nicht texturiert waren. Sonst, hätte ich nicht gerne noch was, also jetzt direkt zu dem Thema. Ja, dann. Und zwar, eins wollte ich auch noch nicht sagen. Ich fange immer so an, gell? Egal. Ich finde es nicht cool, dass jetzt schlussendlich mal so das, was schon seit mehreren Jahren immer wieder auch hier prophezeit wird, dass es tatsächlich vielleicht eventuell jetzt mal so richtig Drop-in, Drop-out Koop ist, wo man wirklich halt während einer Mission reinschauen kann und shit. Das ist ja nicht vielleicht. Keine Ahnung, ich hab das. Das wurde ja quasi angekündigt. Ja gut, aber es wird schon oft so irgendwie angekündigt. Ich bin mir noch nicht 100%. Also ich glaube immer sowas erst, wenn ich sehe. Und weil das war halt bisher immer in den meisten Spielen so, wo es dann hieß, ja, kein Drop-In, Drop-Out, bla, und dann hat es irgendwie doch nie so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Und das wäre halt echt cool, wenn das mal so ist. Und eine andere Frage, die ich noch habe, wo ich jetzt längere Zeit nicht so mitbekommen habe, wo ich ein bisschen verwirrt wurde, unter anderem auch von Flash Tiger, weil es kurze Zeit dass durch einen Versprecher die Aussage gab, dass das Kampagne-Koop Online-Spielen kostenlos wäre. Nein, dann wurde es wieder revidiert. Nein. Und dann hat der Flash gemeint, dass das wiederum wieder revidiert wurde. Nee, okay. Also zumindest habe ich das nicht gehört. Nein. Es kann sein, vielleicht hat die, aber nee. Das werden sie nicht, also so ich viel habe Prestige hat kein Entwicklerstudio Post bei Microsoft. Von Josh Holmes gesehen, wie er geschrieben hat, tut mir leid, da wurde was falsch kommuniziert, man wird eine Goldmitgliedschaft brauchen. Und zu 1000% glaube ich, dass Microsoft sich das Geld nicht entgehen lassen wird. Ja, es verwundert mich eh schon genug, dass sie sich das Geld entgehen lassen von DLCs. Aber dazu werden wir uns später bestimmt noch genauer unterhalten. Ist einfach sinnvoll. Um das Spiel überhaupt am Laufen. Erstens ist es sinnvoll, zweitens nach der Überlegung, die ich hatte, versuchen sie wahrscheinlich das Geld, das jetzt nicht mehr durch DLCs reinkommt, durch diese Rack-Bundles reinzukriegen. Ja. Aber da kommen wir dann gleich zu. Genau, noch kurz zu den Sprints, bevor wir dann wahrscheinlich weil wir jetzt gerade so thematisch da waren, zu Warzone übergehen. Da gab es so ein paar Szenen, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich die hoffentlich einspielen, wo dann nochmal so der Arbiter im Epic Civil War mit der Storm Faction und so gezeigt wurde. Und generell war das einfach alles so, es ging ja prima um Cinematics auch so und wie die gemacht wurden mit den ganzen Schauspielern und Nathan Fillion und bla bla. Sah allgemein aber ziemlich, ziemlich epic aus und keine Ahnung, ich finde das auch allein schon immer cool, wenn man ganz abgesehen vom ganzen Spielerischen und vom Gameplay und vom Shit, wenn einfach die Cutscenes geil sind. Keine Ahnung, deswegen fand ich zum Beispiel auch Halo 2 Anniversary immer schon einfach geil, weil das einfach so geile Renderer sind, das sieht unglaublich aus. Ob also, vielleicht auch wieder gerenderte Cutscenes vorkommen werden in Halo 5 oder ob die wieder in Games sind? Naja, die Cutscenes in der Demo waren ja schon nicht gerendert. Und die im Sprint so gezeigt werden auch nicht. Naja gut, es hat, bringt natürlich Es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, so wie in Halo 4, dass der Pro-Look und der Epilog gerendert sind. Gerendert, und
alle anderen Sachen mit Ingame-Graphics, was ich jetzt nicht schlecht finde, weil die Graphics halt schon echt gut sind. Das hat Halo auch immer so gemacht eigentlich. Du bist seine Vorteile, du kannst halt Dinge machen, die du bei gerenderten Zeug nicht machst. Ehrlich gesagt, zum Beispiel, wenn du deinen Charakter verändert hast, kannst du es mit in die Katze übernehmen. Wenn du bestimmte Waffen gerade mit dabei hast, kannst du es mit in die Katze übernehmen. So, es geht natürlich bei gerenderten nicht, weil du nicht für jede scheiß Kombination gerenderten bestellen kannst. Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich die Cutscenes in Halo 2 sahen zwar halt phänomenal gut aus, dennoch fand ich es so total zwei verschiedene Dinge, wenn du in der einen Cutscene erstmal siehst, wie du von dem Scarab abgeschossen wirst, überall Partikel und dann fällt dieser Pelican darunter und flupp, bist du in-game und es sieht so um Jahrhunderte zurückgesetzt aus von der Technik, dass ich mir so denke, wow, okay, die Cutscene ist vorbei, nach einer kurzen Werbepause bist du jetzt in Halo 2 Anniversary und das Spiel. Das ist so... Man muss tatsächlich sagen, dass die Cutscenes natürlich dadurch, dass sie halt gerendert wurden, nochmal so viel geiler aussahen, dass das Spiel jetzt ja selbst schon nicht schlecht aussah. Das stellt das Spiel selber in ein schlechteres Licht und das fand ich doof irgendwie, deswegen fand ich das Original besser. Aber, also so viel zu Cutscenes, würde ich sagen. Weil dann gehen wir zu Warzone einfach. Genau, Warzone, kurz, ich denke aber, es wissen alle eigentlich, ist ja der neue super fesche Multiplayer-Modus, von dem sie ja schon vorher ganz stolz geredet haben, dass sie den schon seit mehreren Jahren entwickeln und dass der also super dynamisch ist und alles hat, was das Halo Sandbox zu bieten hat. Ich wollte noch kurz anmerken, dass der Gebieter jetzt so einen endcoolen Löffelhelm hat. Was? Er sieht einfach aus wie ein Dinosaurier. Ich war immer total traurig. Also, ich Halo Wars, okay? Halo Wars, Gebieter, groß, breit, sieht cool aus. Denk mir so, geil, bam. Badass. Und dann spiele ich wieder Halo 3, Koop-Kampagne, ich glaube, das war sogar mit einem von euch. Und denke so, ja, geil, scheiße, jetzt will ich unbedingt dein Gebieter sein, auch so cool, badass, bla, bam, join rein, bäh. Ich sehe aus wie Scheiße. Weil Gebieter ist irgendwie total dünn und schmächtig und die Rüstung ist nicht ansatzweise so cool wie die von dem Gebieter in Halo Wars. Und jetzt sieht das echt cool aus. Das Wichtigste an dem Gebieter in Halo 5 ist, dass er die unheimlichsten, eingeöltesten Muscles hat aller Zeiten. Ihr müsst unbedingt auf seine Arme achten. Er hat richtig so die Bodybuilder-Arme gekriegt. Der rackt diesen kleinen Spartan Lock daneben sich so in einem Mal in zwei Teile. Weil die so definierte Muskeln. Der muss halt auch irgendwas tun. Weißt du, du siehst halt irgendwann nur so einen Zusammenschnitt, so Master Chief war auf Requiem, hat die krassesten Adventures erlebt, so und du sagst, sie ist einfach nur so den Abendschein. Der Gebieter nur so am Pumpen und die ganze Zeit Eisen ausstemmen. Genauso, das Hologramm von der Elite auf Sing-Helios in der Campaign-Demo ist auch so, wenn er sich so es ist wie auf so einer Bodybuilder-Messe. Ja, Mann, aber die haben auch wieder diese riesen Füße. Ist euch das mal aufgefallen? Die sind einfach überdimensional groß im Vergleich zum Rest des Körpers. Das sind wohlgeformt. Hufe, es sind Hufe. Naja, egal. Warzone. Ja, die Weiterentwicklung des Invasion. Alle waren mad, dass Invasion nicht dabei ist. Es hat mich unendlich gewundert, wie viele Leute sich gewünscht haben, dass Invasion in Halo 4 zu, Halo 5 zurück ist. Das fand ich auch komisch. Und eigentlich ist Warzone so das, was diese Leute wollten und ist nochmal weiterentwickelt an sich. Ich muss sagen, der Trailer bei der E3 hat mich so, wow, krasser Schissel McRizzle, da geht's richtig ab und da geht's zur Sache. Dann noch das Vidoc geguckt, da erstmal geflasht gewesen, dass sie ein Halo 2 und ein Halo 1 Soundtrack remastert haben für das Spiel und es gibt wieder coole neue alte Tracks. Und es sah einfach krasser Scheiß aus. Und dann habe ich das Gameplay gesehen und dann dachte ich mir, es war genauso wie bei der Kampagnen-Demo. Ja. Ich finde auch die Demo selbst, die sie gezeigt haben, sah wieder irgendwie. Ja, es war irgendwie komisch. Komisch, das Gameplay. Aber ich glaube, das liegt nämlich daran, ich habe mir das nämlich so viel kooperativer vorgestellt. Das liegt einfach daran, die Leute sind auf der E3
es einer aus der Gruppe schafft es dann mal ein Gamepad in die Hand zu kriegen und dann bist du halt mit so einem ultimativen Riesenhaufen Randoms unterwegs und jeder will was anderes ausprobieren. Ja, ich gehe jetzt zu dem Boss und den mache ich platt und der andere geht jetzt, ich secure lieber mal die Base und dann kann nicht mal vernünftig zusammen die Base secured werden, weil keiner da ist und dann hat einer einen Mantis und dann hat einer einen Ghost und man, wenn man Warzone spielt, wenn das Spiel dann draußen ist, glaube ich, es ist besser, mindestens einen Freund dabei zu haben, mit dem man Schissel machen kann, weil sonst ist einfach jeder für sich alleine, jeder hat einen Ghost, jeder hat einen Banshee, jeder hat einen Phantom, jeder hat einen irgendwas und macht dann einfach Bullshit und die, die am Ende am meisten Bosse getötet haben, haben dann gewonnen. Ich weiß nicht, also ich bin ja eher, also ich bin nicht wirklich negativ gegen Warzone gegenüber eingestellt, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht so beeindruckt, wie man es nach 343s Meinung eigentlich sein sollte, weil sie das so für den ultimativen Supermodus halten, der jetzt alles wirklich krass zusammenschließt, was immer schon in Halo hätte sein sollen und so muss das sein und ne, dafür wurde Halo gemacht, bla bla. Im Endeffekt, ja gut, man hat mehrere Objectives, man ist auf einer Map, die viermal so groß ist wie eine Big Team Battle Map und ja, spielt jetzt mit 12 Spielern in einem Team, anstatt mit 8. Wow, und ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es mindestens 16 gegen 16 ist. Und dann war ich erstmal davon so ein bisschen so, okay, ein bisschen wenig. Und zweitens finde ich diese Freischaltdinger, da weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so unbalanced ist, weil Warzone halt ein Modus ist, wo es einfach scheißegal ist, weil alle da halt nur so for fun spielen und du ja nebenbei eh noch den Competitive Arena Mode hast, der, wie wir in der Halo 5 Beta gesehen haben, auf jeden Fall, also wenn es so ungefähr bleibt, halbwegs gut funktionieren wird. Aber dennoch bin ich davon noch nicht so ganz überzeugt, weil irgendwie ist das dann so Big Team Battle Extended mit so ein paar Objectives drin und halt noch KI. Zwei, so ein bisschen Firefight rein. Ja, zwei Sachen, die ich dazu zu sagen habe, ist erstens mit wegen der Map. Die ist ein bisschen größer, ja. Die Map, die vorgestellt wurde, begeistert mich auch so nicht so ganz. Aber eine Sache ist einfach ultimativ genial an dieser Map, ist die Idee, die sie hatten, den auf den Grund des Ozeans zu setzen und dass der Ozean durch diese Energiebarrieren aufgehalten wird und du siehst einfach so Wale da drin rumcruisen. Das ist so ultimativ genial. Ja, stimmt schon. Und dann noch finde ich die Idee halt sehr, sehr, sehr cool und neu irgendwie, dass du so Destiny-mäßig überall PvE? Hier, wie heißen sie, NPCs hast und mit den Bossen und so ist eigentlich eine, erinnert mich halt total an Destiny, plus halt der Sache, dass du immer noch ein normales Big-Team-Battle zwischen normalen Spartans hast und dann dass sich so krasse Scharmützel bilden. Du bist so unterwegs und willst gerade diesen Promethean Marshal da umbringen und plötzlich kommt da noch so ein Squad von den Roten und du denkst, shit, und plötzlich kommt dann der Mantis da, der dich retten will und dann und alles geht ab und Schlüssel McRiddle und einer hat dann sein fesches Geld investiert, um sich ein Partikelschwert zu holen und dann ist der zur Stelle und es sind rote und blaue Marines, die man abschießen kann. Das ist Marines zum Abschießen. Das fand ich auch voll geil. Du hast nicht nur KIs, die du töten kannst, sondern auch du hast so Companions, die da so rumstehen. Das fand ich voll geil. Vor allen Dingen muss ich sagen, dass die Marines nicht mal so, wie ich gedacht habe, weil Marines schon immer fucking schwach waren und nichts geschafft haben, dass die Marines echt hart Damage geben, wenn du da in so eine, du läufst da in so ein Territorium rein, denkst dir nichts Böses, guckst dich um, okay, keine Gegner, keine feindlichen Spartans sozusagen, aber dann triffst du so auf einen Squad von drei Marines und du bist halt nur mit einem Assault Rifle und dann fangen die dich an so zu beballern und dann hast du schon ziemlich so die Arschkarte gezogen. Ja, wobei man weiß ja das erste Mal tatsächlich ist, dass man glaube ich gegen Marines... Dass du aktiv gegen Marines spielst. Ja, also wirklich, ohne dass sie bei dir eigentlich das sind. Das ist eigentlich... Team. Was ich komisch finde, du kriegst für jeden pummeligen NPC, den du tötest, einen Orden, der dir unten angezeigt wird. Marine Kill, Crawler Kill. Oh, das muss ich kritisieren. Sie sind die größten... ich weiß gar nicht was, ja. Weil sie einfach jetzt irgend so eine olle... keine Ahnung, Super Spartan, Sarah Palmer, Officer, bla bla, als Multiplayer-Announcer in Warzone nur reingepackt haben und nicht
Fucking Jeff Spicer. So, der ist nur im Arena-Mode. Den Grund dafür, also den Grund kann ich mir dafür wohl ausmalen, weil es hat mich erst gewundert, dass Jeff Spicer nicht wenigstens die Orden ansagt. Oder dass er halt auch diese Missionssachen ansagt. Aber zum einen wollen sie da dieses Lore reinbringen, dass du so ein Spartenteam bist und so und dass du eine bestimmte Aufgabe hast. Deswegen die Frau. Jeff Stitzer wurde aber rausgenommen, dass wenn der 100 Millionen Orden, die es halt in Halo 5 nun mal so gibt, ansagt, plus die Frau, die ständig sagt, dass irgendein Boss da ist oder dass da dies und das verloren gegangen ist, dass so viel gelabert wird, plus Spartan-Chatter, plus NPCs, die dich voll labern, dass so viel geredet wird in diesem Spielmodus, dass sie einfach einen Kompromiss eingehen mussten und sagten, ja, okay, nein, die Orden werden dir angezeigt, aber sagt keiner was dazu. Das Coolste, was sie da hätten machen können, wäre gewesen, weißt du kriegst dann so 30 Orden und so, weißt du, der Bildschirm ist so vollgepackt schon und denkst du so, fuck! Ja, und dann kommt einfach nur Jeff Stitzer an und dann sagt dann, Das wär der Fadenweg gewesen, wenn die Frau reingepackt hätten, okay. Aber wenn dann das gekommen wäre, dass sie, wenn du einfach so viele Orden kriegst und so viel Schissel gerade mit den Voice Actors abgeht, dass dann einfach kommt irgendwie so Trophy Madness und dann sagt er irgendeinen Scheiß und dann geht der Bildschirm so voll ab und dann so übertrieben halt, aber so richtig behindert. Das wäre, weißt du, wie, könntest du immer so mit der mitlatschen, deine Orden dann weißt hast. Du, wie cool das wäre, wie in Titanfall, dass du dir so Spectres hacken könntest, dass du in Warzone dir einen Marine mitnimmst, einfach ja, so, der dir ständig folgt. Ja, ich fände es lustig, wenn du so kaufen kannst. Ja, Mann, du schmierst ihn so, du bezahlst ihn. Am Armory kaufen könntest, so, dann Steph. Und ein Marine Stitzer, Companion. Jeff Stitzer Companion, der immer so hinter dir herlatscht und deine Orden announced. Das fände ich echt lustig. Aber und weil du so schnell bist und er nicht sprinten kann, wird er immer leiser im Hintergrund. Genau. So richtig von weit weg, so Double Kill. Und dann ist wieder einfach so außer Atem. Double Kill. Weißt du, wie cool das wäre? Mir fällt gerade was richtig Episches ein. Das müsste man denen eigentlich schreiben. Dass das ja so ein für Arena können sie es auch machen, dass da ja dieses riesen Schlachtfeld ist und so. Und oben über dem Schlachtfeld fliegt immer so eine ganz kleine Drohne rum, die mit zwei Lautsprechern ausgestattet ist. Und man hört so nur ganz blechern immer von dieser Drohne deine Orden so runtergerufen. Double kill. Brr, brr, brr. Und wenn er da mal zu weit weg ist, dann hört man das nur so ganz weit aus der Ferne, so Robo-Stimme. Double kill. Ja. Aber ich wollte insgesamt nochmal ganz kurz sagen zu. Achso, stimmt, du hast ja noch. Erstmal zum Stitzer, dass ich ihn zwar cool finde, aber ich finde zumindest in letzter Zeit ist bei mir so ein bisschen die Luft raus bei ihm, weil. Der übertreibt es sehr. Ach, du fandst den noch eh noch nie cool. Also ich fand den Deutschen eh schon immer, also den alten Deutschen fand ich so cool, weil der immer nicht so, der war ja nicht so. Der in Reach, er war so perfekt. Hier kann man über sowas gemacht hat, sondern einfach so auf Video und Shit. Und, Jeff Stitzer war zumindest damals auch nicht so krass, aber jetzt schreit er so richtig komisch rum und bla. Und also er schreit, aber er zieht die Sachen immer so unendlich in die Länge. Ja, fast wie so eine Parodie seiner selbst. Genau das ist es nämlich, weil ich fand das cool für super epische Orden, die du dir richtig erkämpfen musstest bei Unfreaking Believable. Das hat er ja immer so in die Länge gezogen, weil es ein sau ikonischer Orden war, den du halt sau selten bekommen hast. Und das pumpt dich noch so richtig, wenn du dann diesen epischen Orden hast und er zieht den extra für dich nochmal so richtig in die Länge. Aber wenn du das jetzt so bei jedem Scheiß Double Kill zieht er den so lang und das ist irgendwie. Irgendwann kannst du das nicht deswegen mehr. Deswegen war Halo Reach auch das coolste Medaillenspiel. Ja, von den Medaillen also insgesamt. So, sowohl von den Medaillen, die es gab, perfekt. Es war so auch, viel als Reach auch perfekt. Von den. Jetzt ist ja nicht nur so, dass die ganz von der Betonung halt abgesehen, es gibt halt auch Medaillen, die unnötig sind. Dafür gibt es aber coole Medaillen, wie einfach so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die alle auf Englisch heißen. Wrecking Crew oder so gibt's halt einfach nicht mehr, ja? So, what the fuck? Ja, die Orden in Reach waren auch. Ich kenne nicht viele Orden in Reach, die wirklich sinnlos waren. So, Yoink oder so war dann so, okay, du hast eine Assassination geklaut. Die halt auch gar nicht so oft kam. Deswegen aber so, okay. für die coolen Waffen, einfach für jede coole Waffe ein eigenes Massaker bis hoch so zum Wahnsinn. Genial. Und für jedes Fahrzeug so bis hoch zum Wahnsinn. Herr der Straße, Sonntagsfahrer, Rentnerjagd. Ja, vor allem halt auch noch so geniale, Schrothagel. Interessant, denn vor allem für die lustigen Waffen, wie ein Hammer oder sowas. So Hackfleisch, Abrissdienst oder beim Laser. Und du warst halt immer gespannt.
Du warst halt immer gespannt, wenn du mit einer coolen Waffe auf einer guten Spree warst. Was sie sich einfallen und haben du lassen. Warst noch nie so weit. Und dann fragst du dich immer, okay, was wird der jetzt wohl sagen? Das ist schon cool. Egal, was ich aber auch generell nochmal zu Warzone sagen wollte, um auch mal meinen Eindruck zu schildern. Der war nämlich ganz ähnlich wie bei der Kampagne. Also die Demo bei der E3 PK hat mich erstmal ziemlich ernüchtert, weil ich dachte so, aha. Aber eigentlich, je mehr ich mich dann selbst über den Modus informiert habe, desto cooler fand ich ihn. Um nochmal zu Invasion zurückzukommen, weswegen ich auch so viel Invasion wollte und weswegen ich auch Invasion gerne gesehen hätte, waren natürlich die Custom Games, weil da die Schmiede, die Eliten erstens sind, das ist natürlich sowieso, aber das ist ja nicht ja, schmiedbar. Ja, genau, das ist halt auch noch sehr schade, deswegen frage ich mich, ob Warzone ja, wirklich eine komplette einen kompletten Ersatz für Invasion darstellen kann, weil bei Invasion hatte halt, also die Forger hatten halt einfach so geniale Maps und Modi gemacht, wo zum Teil höchstwahrscheinlich am Anfang niemand draufgekommen war, dass das überhaupt möglich ist mit Invasion, aber es einfach von den Leuten selbst so genial gemacht wurde, wo es dann zum Teil Modi Maps gab, wo du eben eine Bombe hattest und dann wirklich was aufsprengen musstest, dann sind die Map-Teile weggespawnt. Ja, das war echt cool. Echt sehr gut. Und ob deshalb... Ja, die Sache ist... Reach war, was Custom angeht, das Beste, was es bisher gab. Reach hat sehr viel richtig gemacht, aber was das angeht, haben, glaube ich, Forger in Halo 4 zumindest etwas Ähnliches machen können. Das ist so ein etappenmäßiges Multiplayer-Game werden kann. Ich glaube, durch Extraction oder durch wie schimpft sich das? Dominion. Aber ich glaube, das war auch gemoddet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die hatten da was ziemlich Cooles und ich würde es mir einfach wünschen, dass Free for Free einem zumindest die Möglichkeit lässt. Und dadurch, dass in Forge ja höchstwahrscheinlich wie in Halo 2 Anniversary die Fähigkeit des Skriptens da ist, wahrscheinlich noch ausgeklügelter als zuvor, dass es nicht abwegig sein wird, dass sie dir die Option lassen, Ereignisse durch missionsbezogene Sachen zu aktivieren, ja. Sodass zum Beispiel ein neues Areal der Map geöffnet wird und du da rein kannst und dann liegt es an dir, da irgendwas zu holen oder so. Dass Warzone nicht forgebar ist, kann ich auch völlig verstehen. Ja. Und da bin ich ihnen nicht böse, weil es einfach zu krass ist wegen der KI. Es wäre aber trotzdem schön, wenn sie Warzone in einer abgespeckten Version ohne KI hätten. Ja, wo man es dann halt auch forgen kann oder zumindest irgendwas. Wo man das dann forgen kann, aber die KI kannst du nicht forgen. Das wird einfach in die Hose gehen. Das wird so enorm in die Hose gehen. Ja. Ich muss übrigens sagen, so als Kleinigkeit zwischendurch, ich habe mir jetzt den Trailer, also den sie halt auf der Pressekonferenz gezeigt haben, nochmal ein paar Mal an. Der Soundtrack, der da drin läuft, ist so geil. Einfach das ist. Der ist erstens gut und die ganzen Soundtracks, die sie bei dem Widow benutzt. Vor allem die Remastered sind so. Ich will ja eigentlich nochmal so ein Musik-Soundtrack, Musik, die IDOC haben, wie es bei Halo 4 kam. Kommt bestimmt. Neil Davidge oder wer. Denke, dass das weitermacht. Einfach nochmal sagt so, hey, und das Feierlichste, stellt euch mal Folgendes vor. Der macht so das wie IDOC und so und dann sagt er so, ja, keine Ahnung, Great Journey, bla bla, was halt da immer sagt. Was die da halt immer sagen. Wo ist es so, und Great Ende, Journey? Und am Ende, weißt du, sieht man einfach nur, wie er da so im Raum chillt, so an seinem Mischpult so rum, ne? So, und dann kommt einfach nur so, klopft es an der Tür und dann kommen Martin und Donald einfach nur so rein, hey, what are you doing, man, it's alright. Und dann machen die so zusammen sowas. So, das wäre was cool. Auch cool wäre, stellt's euch einfach mal in vor. Der Kampagne, wenn Buck seinen Moment hat, wo er so aus sich rauskommt und viel blubbert oder sowas, dass sie dann einfach so im Hintergrund irgendwas aus ODST läuft. So oder nur an ODST angelehnt. Das würde ja schon reichen. Ja, man, so. Nee, aber ich fand, übrigens, das wollte ich noch kurz erwähnen. Wenn die Kampagne läuft, dann mache ich sofort aus. Ich wollte nochmal erwähnen, dass der Halo 4 Soundtrack echt cool war und dass ich glaube, wenn das wieder dieselben zwei, Neil Davidge und wie hieß der Companion? Nee, Neil Davidge ist nicht dabei, da ist nur noch der Companion, der Japaner. Der auch der schon. Der Kazumi Kuyarami. Dann weiß ich nicht, aber der Halo 4 Soundtrack war sehr cool. Der war schon sehr gut. Den konnte man sich auch so
sehr gut anhören. Im Vidoc hört man auch eine ungeänderte Version eines Soundtracks aus Halo 4. Ich glaube, es war Two Galaxy oder so. Den sie ungeändert haben, der auch echt genial geklungen hat. Das, boah. An einer Stelle sieht man auch so, wie sie wieder mit Strings da alles einspielen und so. So wie es halt schon mit 1000 VR-Dogs auch mal wieder so war, wo sie in irgendeinem Studio sind. Aber man sieht halt auch kurz wieder die Noten und da steht, glaube ich, auch einfach Halo Main Theme drauf oder so. Das heißt, wir könnten vielleicht das alte Ding auf jeden Fall wieder drin haben, was wir auch so ein bisschen schon gehört haben. Ja. Tight. Ja, tight. Habt ihr noch Sachen zu Warzone? Nichts oder, Spezifisches, außer dass... lasst uns mal über Rackpacks reden. Ich zum Beispiel habe mir nun die Deluxe Digital Edition von Halo 5 bestellt und habe jetzt auch sogar auf der Festplatte, auf meiner eigenen Festplatte, ein Rack-Bundle, in dem zu finden ist, höchstwahrscheinlich dieses Vorbesteller-VR, das so orange ist, mit diesem wunderlichen Reflexvisier und mit dem Laserpointer oder was da so ist. Super viele Krimskrams an einer Waffe, wo man sich erst denken kann, nein, Call of Duty, was ich glaube, was nicht sein wird, weil das einfach sau kosmetischer Firlefanz sein wird, der nichts ändern wird an dem Spielverhalten dieser Waffe. Und ja, und dass Rackpacks halt entweder dafür genutzt werden können, die man halt durch gute Spielen und so erlangt, in Warzone sich Waffen und Fahrzeuge zu kaufen, aber auch gleichzeitig für die Arena nutzbar sind oder allgemein, um seinen Spartan mit Armors auszurüsten und mit Camos und Waffen mit Camos auszurüsten. Und ich finde das ein ziemlich cooles System im Gegensatz zu das in Halo 4, wo man ja für Rüstung, glaube ich, Commendations abschließen musste oder andere irgendein Firlefanz machen musste, ja, auf den man so gar keine Lust hatte. Und in Reach, also es wurde ja immer experimentiert, wie man die Sachen nun letztendlich freischaltet. In Reach war es dann ab einem bestimmten Level und mit Geld. Und in Halo 3 waren es super secret Sachen, die man erstmal im Internet nachforschen musste, bevor man wusste, wie man überhaupt irgendwas kriegt. Und da finde ich es eigentlich relativ cool. Die Leute, die einfach zu viel Geld im Arsch haben, kaufen sich die Sachen einfach so mit Echtgeld. Oder du erlangst es einfach durch das, was du spielst. Wenn du viel spielst und gut spielst, dann kriegst du Rackpacks. Aber du musst die Commendations nicht unbedingt machen. Du kannst aber Commendations machen, dadurch kriegst du sie noch schneller oder besser oder wie auch immer. Und egal, was du machst, egal, was du spielst, irgendwie kriegst du die Sachen schon. Und dann hat es halt noch viel mit Glück zu tun, weil du kriegst dann Rackpack, aber du weißt nicht, was drin ist. Ach so, irgendwas so ist drin. Dingmäßig, wie es in den CSGO-mäßig so ähnlich. Du kriegst eine Kiste und da ist was drin, nur dass du die Kiste nicht aufkaufen musst, sozusagen. Ja, genau, es erinnert halt allgemein halt an Spiele wie Global Offensive, aber auch natürlich die ganzen anderen Spiele wie League of Legends oder Dota 2, so, apropos, die gehen jetzt alle so damit. Was mir gerade, wo wir jetzt über CSGO reden, ich habe ein Interview gelesen mit, wo die mit Free for Free geredet haben und ganz kurz über den Spectator-Modus geredet haben, was sie da ändern. Und da hat der Josh Holmes gesagt, dass, ich weiß nicht, ob das confirmed ist oder nur geplant, dass sie so eine X-Ray-Funktion in dem Zuschauermodus da haben, wo du halt gucken kannst, wie die Gegner überall laufen, dass du Gegner und Verbündete durch die Wände sehen kannst als Zuschauer und dann zu gucken, okay, wie ist die Lage hier eigentlich? Oh, das ist cool. Ja gut, müssen sie natürlich wieder ihre Standard 2-3 Minuten Verzögerung einbauen, weil sonst wird es bei eSport scheiße. Und aber gut, werden sie schon dran denken, ich denke mal, das sollte klar sein. Ja. Ja, aber ich finde das mit diesen Packs eigentlich, also als ich das gelesen habe, so, da schien das erstmal so, oh nein, jetzt machen sie alles kaputt. So richtig Pay to Win. Die ganze Zeit so bei jedem Announcement nur so, es wird immer so gespannt, oh scheiße, was haben sie jetzt getan? Was haben sie jetzt schon wieder getan? Auch als allein schon, als sie es jetzt kaputt. Die ersten Screenshots von Warzone gesehen habe und dann so gesehen habe, dass das so irgendwelche Unlockables oder so sind, so, Nein. Auch im Vidoc. Im Vidoc sagt der eine, ja, es gibt jetzt Rackpacks, damit kaufst du dir deine Waffen zusammen
und deine Fahrzeuge, sie kannst dir alles kaufen. Und ich habe die Hände über den Kopf geschlagen und dachte mir, nein, ihr habt alles so gut gezeigt und machst es jetzt damit kaputt. Und dann, als hätte der Typ, der es geschnitten hat, einen so trollen wollen, kam kurz ein Ausschnitt wieder aus dem Gameplay und dann der andere, der nochmal für sich selber noch einmal Rackpacks erklärt, was der andere eigentlich schon davor gemacht hat. Und der sagt dann nämlich, ja, mit Rackpacks kannst du Waffen und Fahrzeuge kaufen in Warzone und kosmetische Sachen für Arena. Und da dachte ich mir, oh, der Tag ist gerettet. Oh Mann. Ja, genau. Und da sollten wir, finde ich, das sollten wir auch nochmal ansprechen und betonen, weil mir inzwischen, da wollte ich eigentlich schon mal fast ein extra Video zu machen, weil mir diese ganzen Leute inzwischen sogar schon fast ein bisschen auf den Sack gehen, die auf den Trend aufspringen, einfach nur Street for Street für alles zu haten, was sie tun, als würden sie nur noch Fehler machen, so MCC-Fail und so, alles klar, aber dann so, hey, Halo 5 ist voll COD und so, Alter, voll die Kacke und haben dann 5 Minuten die Beta gespielt oder so, oder noch nicht mal die Beta gespielt. Das fand ich so doof, auch wo die Beta angefangen hat. Ich habe die Beta angeschmissen, ich war ja so geflasht von der Beta. So. Ja, Mann, ich fand das so gut. Boah, die Beta, geil, das funktioniert ja tatsächlich. Und du warst einfach so glücklich, weil es dieser perfekte Moment war, wo du keine Erwartung hattest. Ja. Sie haben es perfekt gemacht durch den verkorksten Start der MCC, durch Halo 4, was einfach total nachgelassen hat. Gegen den Rest dachtest du, okay, Halo ist so am Boden. Schlagzeile, MCC und dann, lediglich und da hast Trick du dich von 343 Industry, um Halo 5 zu boosten. Ist echt so. Und dann, du hattest dich auch gar nicht so auf die Beta gefreut sozusagen, weil du dachtest, ja gut, dann kommt die Beta halt. Und dann kam die Beta und dann, puff, Alter, wow. Und dann habe ich halt in der Freundesliste dann diese Typen gesehen, die dann auch in ihren Feeds so geschrieben haben, die waren keine 5 Minuten in-game. Haben diesen Kladderadatsch da vor sich hingespielt, haben gesagt, ja, wie erwartet, Halo 5 ist genau wie Halo 4, totaler Bullshit. Genau erklären, ja, am Arsch, abgelaufen was ist denn mit dem? Und dann, genau in dem Moment, geht er in die Halo Master Chief Collection und sucht 45 Minuten nach einem Spiel in Halo 3, weil er will, dass jedes Jahr, genau wie bei Call of Duty, Halo 3 rauskommt. Die Sache ist die. Denn bei Call of Duty kommt jedes Jahr COD 4. Ab Black Ops 2 kam dann nur noch Black Ops 2. So. Die Sache ist die, Nee, ab MW2 kam noch Black Ops 2. Die Sache ist die, was höchstwahrscheinlich bei den meisten so ist, dadurch, dass Halo 5 meines Erachtens erstens wieder deutlich schwieriger geworden ist und zweitens auch vom Gameplay einfach durch zum Beispiel Sprint- und Schildmechanik deutlich anders, wo du dich einfach wieder ein bisschen einfuchsen musstest. Kann ich mir echt vorstellen, wie es abgelaufen ist. Die kommen rein, denken irgendwie so, oh, das ist ja wie Halo, rennen rum, kriegen voll auf die Fresse, weil das Spiel halt einfach ein bisschen Einarbeitungszeit braucht, wenn auch wieder was Neues ist und viele Mechaniken sich verändert haben. Kriegen auf die Fresse, denken sich, das ist ja scheiße, ich bin ja der Halo-Pro schlechthin, obey my snipe, Hashtag, und müssen dann natürlich gleich wieder ihren Frust irgendwie Shots fired. Weil, ja komm, ist doch, das ist so viele Leute, wenn man online immer irgendwie trifft, die dann you suck oder so heißt, wo ich mir denke so, Ja, wie gesagt, also seitdem ich CSGO spiele, das härtet dich echt ab, weil was du da für Leute siehst. Ne? Und auch immer dieses standardmäßige, wenn du verloren hast, ne? Einfach so am Ende einfach nur so, GG, easy man, we owned you, you suck. Und dann hast du einfach nur so 16 zu 14 verloren oder so. StarCraft ist das einzige Mal. Ja, nee. Ist, glaube ich. Nee, da sind die Leute noch schlimmer. Ich weiß es gar nicht. Also bisher war in jedem Game, wo ich zugesehen habe. Ja, da reden sie nicht so viel, aber sie schreiben. Ja, ich weiß, halt. Aber bisher haben sie immer geschrieben. Schreiben also ist halt anstrengend als reden. Wo ich bei einem Kumpel zugesehen habe, war am Ende eigentlich immer GG, ganz normal. Und am Anfang GLHF. Das ist der Schein, der drückt. Ich würde sagen, Leute, sprechen wir doch mal über Arena, was sich da so verändert hat. Da hat sich ja nicht so viel verändert, aber Sachen, die mehr, die halt so gezeigt wurden, sind diese neue Unterwasser-Map mit dem Submarine und cool so. Da würde ich gerne mal komplettes Match mal von sehen. Ja. Wie das da vonstatten läuft und dass die Flag-Mechanik gefixt wurde sozusagen. Du trägst zwar immer noch eine Magnum mit dir rum, was ich gar nicht schlecht finde an sich, weil dann bist du nicht so ultimativ defenseless wie immer halt, weil die Sache ist halt dementsprechend gut, wenn du halt mal wieder in Matchmaking gehst, alleine
Und du kriegst diesen Haufen Drecksmates einfach an die Seite und du bist der Einzige, der auf Objective geht. Du hast immer auf die Fresse gekriegt, weil du dich auch null wehren konntest. Mit der Magnum, vor allem ist es ja auch nicht leicht, unbedingt mit der Magnum umzugehen, weil die Magnum schon Aim erwartet. Naja, in Halo 4 war es schon echt einfach. Ja, weil sie auch ein bisschen stärker war. Trotzdem, die in Halo 5, finde ich, ist nicht einfach zu handeln. Und ja, finde ich gar nicht so schlecht. Und das Flag-Juggling ist wieder da, dass du die Flag vor dir herwerfen kannst. Du bist allgemein wieder langsamer mit der Flag als normal, was in Halo 4 ja nicht der Fall war. Und du kannst an Geschwindigkeit gewinnen, indem du sie vor dir herwirfst. Und das ist sehr schön, dass sie das zurückbringen. Ja. Weil das auch einen gewissen Skill erwartet. Vor allem hat es halt so einen gewissen Trade-off gebracht, weil du einerseits mit der Flagge getragen hast, normal, warst du ja unsichtbar auf der Map für die anderen und die anderen mussten dich suchen. Warst dafür aber auch langsamer. Wenn du sie aber wirfst, die große Sache ist ja die auch an sich, dass du eine Magnum trägst, ist auch an sich dann egal, weil es eher ein Feature ist für Leute, die die Flag nicht vor sich herschmeißen können, weil das halt nicht ganz einfach ist zu erlernen. Also es geht. Aber wenn man es dann nicht kann, dann kann man mit der Magnum schießen. In Competitive Matches wird es sowieso so sein, dass jeder die Flagge fallen lassen wird, um dann mit dem BH zu schießen. Weil das BH halt einfach besser ist als die Magnum. Schon die ganzen Noobs vor mir, die dann mit der Flagge da stehen und dann versuchen mit der Magnum alles wegzufarmen. Also sie denken, warum braucht man das weg? Die stehen bleiben müssen, um zu zielen. Ja, genau, die erstmal stehen bleiben und dich dann auch nicht so smooth direkt anschauen und auf dich schießen, sondern erst sich dann, also stehen bleiben, sich dann drehen und dann können. Das schießen. Sind immer die besten. Da gibt es eine ganz harte Variante davon, die wirklich mega hart ist, sind sogar die, die immer nur so rechteckmäßig laufen können, weil sie immer, jetzt hätten sie nur eine Hand, wir gehen dann immer geradeaus, bleiben stehen, drehen sich dann und gehen dann wieder weiter geradeaus. Das ist echt faszinierend. Das braucht schon mal echt relativ lange, bis man sich unabhängig von seinen... Ja, man sollte vielleicht anfangen, im Singleplayer Bewegungsabläufe zu erlernen, bevor man dann in den Multiplayer geht. Aber manche Leute verstehen das halt einfach nicht. Um nochmal kurz auf die Map zu kommen. Ich habe ewig darauf gewartet, dass endlich mal eine Unterwasser-Map kommt, weil man Unterwasser-Action ja schon in Halo 2 hatte. Und in Anniversary vor allen Dingen diese Unterwasserstation so episch ist mit diesen ganzen Wasserreflexionen und Schüssel und und wenn man sich die Screenshots von der Map anguckt, haben die da auch wieder dieses gebrochene Licht durch das Wasser da in der ganzen Station und da sind diese Wale, diese Space-Wale, alle lieben Space-Wale. Space-Wale. Ja, das an sich ist eine Space-Wale in der Luft, dann hast du das. Die gibt es im Lore von Halo, glaube ich, auch. In letzter Zeit ist das nämlich echt irgendwie Trend geworden. Also jedes gute MMO, das so ein bisschen Fantasy-mäßig ist, muss so einen scheiß Space-Wale in der Luft haben. Nein, jedes Free-to-Play-MMO. Und mittlerweile fangen auch schon die Indie-Games an mit den Space-Walen in der Luft. Was aber krass ist, oder habt ihr mal gesehen, Halo 5 und HoloLens? Nee. Ja. Da gab es so eine kleine Mini-Demo zu, wo du so, auf der E3 war es wohl so, ich habe so ein kleines Feedback-Video von einer gesehen, von High Five Gast, glaube ich, die halt da am Start war und das halt auch genau alles so mitgemacht hat. Du hast die HoloLens bekommen und dann bist da reingegangen und dann war das quasi so alles so ein bisschen so stationsmäßig, so Halo-stationsmäßig aufgebaut. Und dann hat die HoloLens quasi dir erstmal so einen Waypoint gegeben. Und dann musstest du dem halt folgen, so wie er in Halo halt aussieht, dieses Viereck, was so, ne, genau, diese rautenmäßige Ding da. Und dann bist du erstmal hinterhergelaufen und dann, ja, okay, hier und so. Und dann bist du zu so einem Holodeck, Holotisch gekommen, wo dann so Sarah Palmer so als Hologramm rauskam und so, bla 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 bla, Mission Briefing, Shit und Gedöns. Und dann hast du noch so ein Guide bekommen und musstest so quasi so ein Chip da rausziehen und so. War eigentlich relativ cool. HoloLens. Ja, es war wirklich so. An und dann, es war eigentlich gar nicht. Ja, aber gebt euch das mal. Was bringt das fürs Spiel? Nicht. Überlegt euch das mal. Das ist halt so eine Lore. Das ist einfach nur so ein Feature. Es soll halt einfach nur HoloLens mal zeigen, und was Immersion. Das kann. So. Aber es war ganz cool, so zu sehen irgendwie. Ja, in der Mission. Nein, nicht in der Mission, sondern Immersion. Ach so, Immersion. Ah, das gleiche wie eigentlich Immersion. Sämtliches Virtual Reality machen sollen. Aber ich bin ja auch sehr froh, dass, was ich nicht befürchtet hatte, da an sich. Und genau, Oculus. Weil ich hatte schon Angst, dadurch, dass Microsoft eben die HoloLens rausgebracht hat, die an sich ziemlich cool aussieht.
Ich hatte Angst, dass sie dann eben sowas wie richtiges VR, also sie nennen sie ja selbst ihre eigene HoloLens, nennen sie ja Mixed Reality, also MR, schätze ich. Und ich finde, dass sich dieses HoloLens-Zeug nur in sehr wenigen Fällen, kann ich mir wirklich Szenarios vorstellen, die mit Gaming gut funktionieren. Ja, zum Zocken ist es eher nicht so. Produktivitätsmäßig genau, oder so, cool. Da ist genau. Es höchstwahrscheinlich eher so die Richtung, in die ich das jetzt zumindest in der Zukunft sehe. Aber bei dem anderen finde ich Virtual Reality eben deutlich cooler, wo dann wirklich halt mittendrin bist, komplett. Und da hatte ich dann eben schon Angst, dass das ja. Eben... Die ersten VR-Pornos, jetzt erhältlich. Kein Scheiß. Ich habe letztens wirklich einen Artikel gelesen, das gibt's ja, jetzt. Sowieso. Ich dachte so, das dauert locker noch 5 Jahre, so, weil das ist eine naheliegende Vermutung, dass es das irgendwann gibt. Aber ja, tatsächlich ist es schon so weit. Developer das machen. Musst du mal bei Skyrim beim Mod reinschauen, du weißt, wie schnell, wie viel perversierte Hobbyläuse Leute es gibt. Ich habe jetzt auch Skyrim für PC, du musst mir noch ein paar Mods empfehlen. Aber weiter im Text. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich da eben schon Angst hatte, dass Microsoft gar nicht mehr so in die Richtung VR geht, weil das eben meines Erachtens deutlich besser zu dem ganzen Gaming-Setting passt. Und das hat sich ja Gott sei Dank nicht bestätigt, sondern ganz im Gegenteil, dass Microsoft mit Windows 10 und Oculus und dem HTC-Dingens und alles und wie möglich alles Mögliche eher versucht sogar generell Virtual Reality auch zu pushen und nicht nur ihre eigenes Mixed Reality. Ja. Ja. So was. Das ist was Cooles. Genau. Haben wir sonst noch was zu Sonstiges, zu unserem vierten Punkt? Ja, ich hab zu sagen, weil... Erstmal wollte ich andeuten... Oh, jetzt kommt's, sagen, jetzt packt er aus. Was sind denn das für coole neue Wraith? Stimmt, ah, die sehen echt gut aus, die Wraith. Und das Promethean-Geschütz, so was man so in der Hand halten kann, ist ja nicht so ein Geschütz wie die anderen beiden, so was so einfach so Rapid-Fire-mäßig da. Dann ist es ja so ein Pseudo-Werfer, was irgendwie so plump, plump, irgendwelche so Dinger rausballert. Ja, so das sieht auch cool aus. Schweres Geschütz mäßig, so viel Damage, genau. Aber niedrige Feuerrate. Genau, und wahrscheinlich auch so ein bisschen ballistisch, so damit es nicht so einfach ist zu treffen. Es muss sich ja schon irgendwie unterscheiden von den anderen beiden, weil das MG und das Plasmageschütz sich eigentlich nur von der Projektilgeschwindigkeit unterschieden haben. Ja, ich finde es aber ganz fancy. Genau. Auch weiterhin ist ja. Oh, die neue Bullshot. Bullshot ist jetzt Burst Fire. Ich. Habt ihr das schon gesehen? So wie ich es gesehen habe, ist sie fucking useless geworden. Wie was erwartet. Gut ist, aber ich finde es ganz witzig, dass sie jetzt so, also jetzt nicht mehr so du Einzelschüsse abgeben kannst, wenn du nicht auflädst, sondern so Burst halt. Das war einfach genau. Ganz gut. Sieht gut aus, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich das wirklich benutze, so, weil ich werde höchstwahrscheinlich einfach, wenn ich einen Zeitarm brauche, dann habe ich die Magnum. Und da brauche ich den. Natürlich, also dürfst du nicht nur so sehen, besser haben als nicht haben, aufgrund der simplen Sache, zum Beispiel deswegen ich auch hoffe, dass trotzdem noch die Loadouts einstellbar sind, auch wenn sie im Multiplayer an sich nicht mehr vorkommen, weil einfach so viele Fun-Game-Types und ähnliches auf sowas aufbauen. Ach so. Zum Beispiel in Reach, an sich waren die Loadouts ja sehr verhasst im Multiplayer, aber es gab echt viele Fun-Games, die wirklich sinnvoll und gut Fun-Game-Types in Custom-Games halt implementiert haben und wirklich profitiert haben von den verschiedenen Loadouts. Und ich denke auch, in dem Fall, lieber habe ich eine Waffe, die im Multiplayer useless ist, aber vielleicht irgendwie unter bestimmten Einstellungen, zum Beispiel irgendwie höheren Damage oder was weiß ich, einfach einen unglaublich coolen Game-Mode generieren kann, den man dann in Custom-Games spielt, wo man davor vielleicht gar nicht dran gedacht hat. Und da ist ja eh ganz cool, dass ich jetzt ja mittlerweile bei Halo 5 ist, glaube ich, das Halo mit den meisten Waffen jetzt schlussendlich. Also in jedem Halo Game. Ich denke, dass die Loadout-Fähigkeit für Custom Games schon drin lassen werden, weil Warzone ja sozusagen auch Loadouts hat. Du hast ja da, wenn du an eine Rackstation gehst oder respawnst, hast du ja drei Felder, die sich nennen Power Weapons, Vehicles und Loadout. Und beim Loadout sind die Waffen vom UNSC ja sozusagen als gratis, kannst du die, glaube ich, bekommen, einfach um dein Loadout einzustellen. Dein übliches Loadout, mit dem du spawnst. Ja. Und weil es in Reach und in Halo 4 halt einfach so heftig drin war,
denke ich nicht, dass sie es rausnehmen. Aber ja, wer weiß. Ich hoffe einfach, dass sie es zumindest versuchen, die Custom Experience so nah wie möglich an Reach ranzubringen, wie es geht. Und wirklich alles einstellbar machen. Fucking alles. Ja. Dann weiterhin ist mir auch noch aufgefallen, also du kamst ja zumindest so vor, oder vielleicht war es auch nicht ich, nur ich, dass der Sound-Hit-Marker noch da ist. Der ist noch da, und da ja. Da bin ich sehr froh. Da habe ich extra für dich drauf geachtet. Und ich aber, hoffe, einfach aber nicht bei jedem Hit, oder nicht? Im Menü. Aber so cool. Was ich scheiße finde, ist, die Sounds von den Schilden waren in der Beta so viel besser als in dem State, den sie jetzt haben, weil das hört sich einfach total doof an. Das gefällt mir überhaupt nicht, der Sound von den Schilden. Da hab ich jetzt nicht so wenn die halt low sind und so. Musst du mal drauf achten, die sind echt madig, finde ich. Wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so ein Alarm. Alarm! 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 Drei dumme Eingedanke, das ist so klischeehaft. Ah, das, Mann, es muss endlich Halo auf dem PC geben, damit du diese Schild-Sounds einfach ändern kannst gegen Alarm, Alarm. Oh Mann. Ah, das wäre so episch. Das wäre echt ziemlich cool. Und, ja, das war ja das. Sonst noch was? Irgendwas wollte ich sagen, das habe ich wieder vergessen. Ah ja, genau. Und zwar bin ich auch gespannt, wie sie es machen mit Kinomodus, Machinima-Zeugs, und ich bin ja auch wieder sehr böse und ich hoffe auch immer noch, dass vielleicht trotzdem Eliten im Custom Games spielbar sind. Ich meine, wer will ich hoffe kein es auch, aber Elite ich zweifle. In seinem Machinima haben? Allein für Machinima obwohl, sollen Eliten drin sein, die müssen ja nicht im Multiplayer stell vorkommen. Stell mal vor, man kann Prometheans spielen. Obwohl, ich überlege gerade so, also ich glaube nicht daran, dass es passiert. Obwohl es für Custom Games ja völlig in Ordnung wäre, aber wenn ich mir so recht überlege, sie haben ein Asset sozusagen, was sie ja einfach auf Halo 5 übertragen können in Halo 2 Anniversary. Nehmen sie einfach diese Elite und tun sie da rein. Sie müssen die gar nicht groß ändern. Die passt auch, glaube ich, relativ in Ordnung in die Engine irgendwie rein. Ich finde schon, dass sie ändern sollen aufgrund der einen Tatsache. Dadurch, dass nämlich zum Beispiel in Reach habe ich es auch gesehen. Dadurch, dass in Halo 2 Anniversary die Elite, die Eliten als auch die Spartans im gleichen Game-Mode existieren können, online, müssen die natürlich versucht werden zu balancen, deswegen ist der Elite irgendwie immer so zusammengepackt und komisch eingeschränkt und ist trotzdem noch dreimal so fett wie der Spartan. Aber in Reach war das eben nicht so, dadurch, dass die Spielmodi, wo Eliten vorkamen, immer nur so halt dann asymmetrisch waren, im Großen und Ganzen es nicht wichtig war, dass die beide gleich sind. Und da finde ich, waren die Eliten nämlich tatsächlich richtig cool, auch für Machinimas und ähnliches, weil sie halt wirklich diesmal richtig elitenmäßig aussahen, auch deutlich größer waren als die Menschen und so weiter und so fort. Und das war halt echt cool, dass die unterschiedlich waren. Ja, wegen Invasion halt. Genau, wegen Invasion oder sonst irgendwas. Ja, aber also das sollte ja auch diesen Kontrast ausdrücken, so richtig Covenant gegen UNSC. Genau, und ist ja auch klar, es ist ja nicht so, dass es nicht so ist, ja, sondern genau. In der Kampagne oder so sind die Eliten ja auch größer und shit und bla. Und das war halt schon cool und das fand ich halt auch, also für Custom Games und Machinimas hätte ich es halt einfach gerne, einfach cool gefunden, weil man schon echt lange, ich weiß, ich finde in jedem Machinima, das ich mag und das gut ist, war eigentlich mindestens einmal irgendwie ein Elite drin, der dann irgendwann Ward, Ward, Ward gesagt hat und keiner hat ihn verstanden und er wusste selbst nicht, was er soll und klar. Wieso werden Eliten eigentlich immer so als total verpeilt und dumm dargestellt? Scheiß Spartan-Propaganda. Das stimmt wohl. Propaganda. Ja, es ist bestimmt wieder alles von Oni. Denn Oni ist ja der größte Kackverein, den es gibt, wie wir alle wissen. Ich hoffe, das ist klar. Ich hab erst. Weißt du, ich stell mir wirklich vor, wie da irgendwelche Bürohengste sitzen. Also. Und es einfach nur so die größten Hurensöhne sind, die einfach so. Ja, wir holzen jetzt auf allen Planeten die Regenwälder. Ich hab erst vor kurzem gecheckt, dass der MND und Oni genau dasselbe Nein. sind. Und dass der MND die Übersetzung für Oni Nein. ist, habe ich nie gewusst. Ich dachte, das wären zwei verschiedene Fraktionen. Und deswegen hat mich das gewundert. Ich so die Halo 4 Cutscene am Anfang.
ja, sie sind doch vom MND und so. Und da habe ich mich so gefragt, irgendwie spricht da keiner über Oni. Und ich dachte, der Typ ist nicht vom MND und so Geschichten. Dann höre ich mir das auf Englisch an und dann sagt sie es, ja, die sind ja gar nicht von Oni. Und ich so, oh, okay, well. Das erklärt einiges. Ja, okay, gut. Aber im Anbetracht der Zeit, ja. Ja. Und in Anbetracht, die wir jetzt von Psychos Leitung über Weitem überschritten haben, ja gut, ich werde ja eh viele Bilder einfach reinpacken und in und wieder was vom Trailer, ich werde da jetzt sicher keine Gameplays hinterpacken. Trotzdem groß, ich rate. Möchte ich doch mal meinen. Ja, mal sehen. Ich rate es zu einem Part. Ist immer besser. Okay, dann bis in 5 Minuten. Ja. Möchte ich doch meinen, dass wir diesen Talk jetzt mal langsam beenden. Ja, in Ordnung. Danke, ja. Papa. Gemäß meiner Sinnlosigkeit, bitte, oder mein Sohn, wir wissen wieder vorgeworfen, muss ich dennoch, vor allem da ich letztens vor diesem Talk nochmal drauf zu sprechen gekommen bin, tu's nicht, darauf verweisen, dass Käsesemmeln mit Frischkäse äußerst deliziös sind. Aber dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass mein neues Surface ultimativ geil ist. Ihr seid so. Wozu dann vielleicht auch noch ein Video kommen wird. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich bin Ishma. Auf Wiedersehen. Random Talk. Ja, bald bist du dabei. Ich auch noch dazu. Okay. Genau. Und ich lade die anderen Parts von Random Talk auf. Keine Angst. Ja. Ciao und bis dann. Genau. Checkt unseren Channel aus und so. Und yo. Abonnieren, liken, ja. Was gewisse andere Personen letztes Jahr auch das sagen. Yo. Sind sie etwa View geil? Herr Nostradamus Gaming. Wer ist denn das? Sprechen Sie etwa mit Nigerius Ishma? Ich will doch nur einfach im Stream schwimmen. Also checkst du mich so von der Side of Life, Alter? Das ist falsch gesagt. Ja, Alter, wie talkst du mit mir? Die Sadola. Ola. Redest du etwa von der Kosova? Sprachen Sie Kok. Egal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Quert. Yes, ich hatte das letzte Wort. Auf Wiedersehen. Goddammit!